Hey ihr Lieben, habt ihr es gestern quietschen gehört? Das war ich, als der Postbote hier gewesen ist, denn ich habe das neue Layout-Kit vom Kreativ bekommen. Diesmal wird es blumig, so viel weiß ich schon, reingeschaut habe ich noch nicht. Das machen wir jetzt natürlich gemeinsam. Oh mein Gott, seht ihr, es ist wieder genauso reichhaltig wie die Kids davor. Naja, es hätte mich auch gewundert, wenn dem nicht so wäre, aber leider geil. Also die Farben, das macht mich jetzt schon an. Und hier als erstes habe ich in der Hand ein cooles Washi-Tape, ein schön breites, 4 cm. Und das werde ich gleich benutzen und damit ein schnelles Album binden. Denn man kann mit so breitem Washi-Tape ganz hervorragend einfache Alben binden, so Graupappe-Geschichten. Das geht mega. Das mache ich gleich einmal und das zeige ich euch dann auch. Aber jetzt erstmal weiter mit dem Kit. Oh Gott, ihr merkt, ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt. Ne? Es überschlägt sich und gleich bin ich wieder sprachlos. Egal, da müsst ihr jetzt durch. Hier haben wir, wie heißt denn das, dekorative Ziernieten. Brads sind es wahrscheinlich, ne? So Musterklammern. Ich packe es mal aus. Nee, sind keine Musterklammern, die sind zum Kleben. Cool. Mega cool, da muss man keine Löcher bohren. Aber die haben halt diese kleinen, ne, diese Metallrähmchen und dann drin so kleine blumige Grafiken mit so einem Epoxy-Überzug. Ach, das ist hübsch. Sehr cool. Oh, mega. Da freue ich mich drüber. Dann, oh, in meinem Kopf sprießen schon wieder die Ideen. Egal, eins nach dem nächsten. Haben wir hier die Tags, Die-Cuts-Tags, und zwar, ich arbeite mich diesmal auch von oben nach unten, ne? Sonst habe ich immer die Papiere zuerst gezeigt. Haben wir hier, es gibt lila und grüntöne, ich hole mal schon mal mein Döschen. Blumiges, ja, das ist wirklich, das ist süß, das ist ganz verspielt. Ich glaube, das eignet sich wirklich hervorragend für, naja, alles, was draußen ist, Gartengeschichten, aber auch irgendwie für Festliches, ne? Geburtstage, Hochzeit, Babys, kann man für alles benutzen. Das ist super. Die sind auch süß hier. Dann haben wir hier auch wieder so Pfeilchen und das hier auch, nicht Pfeilchen, sondern Pfeilchen. Hier diese länglichen Tags mag ich auch total gerne. Och. Cool. Hier auch wieder Journaling-Spots. Das ist ganz hervorragend. Und diese hier in so Ticketform, diese Anhängerchen, die finde ich auch total cool. Die kann man einfach auch so schön dann bestempeln und so als Embelli noch dazu nehmen. Das finde ich ganz hervorragend. Oh Gott, ist das schön. Ja, da ich... wow. Okay. Kleines Mini, also Mini. Layouts, Layout-Workshop, ich mache alles damit. Geil. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle darauf, damit zu arbeiten. So, und hier haben wir, ach, ist das süß, hier so Kannen und Töpfe mit Blümchen, Schmetterlinge, Libelle, ein Glücksklee, Rahmen, auch hier nochmal so Spots, wo man drauf stempeln oder schreiben kann, und Fähnchen. Und ich finde diese Kleinteile halt so cool, wenn man die, also die kann man auf dem Layout mit einbauen, die kann man aber auch auf Karten verwenden. Das geht echt für alles. Die sind, also auch die Größe ist schön. Es ist nicht so fupselig, aber halt auch nicht so, manchmal hat man auch welche, das sind so bollerige Teile, dann ist alles immer gleich voll. Und die mag ich hier auch total gerne, diese kleinen Herzchen und Sternchen. Die können es für mich auch so einzeln geben. Nur Herzen und Sterne in verschiedenen Farben. Gott, wäre ich happy damit, weil das geht überall. Hier haben wir auch diese kleinen Ticket-Geschichten. Und ach, das hier mit diesen Poppies hier. Wie heißt denn das? Mondblumen. Das finde ich auch. Oh Gott, die mag ich. Wirklich schön. Hier sind auch so kleine blumige Dinger. Och, ist das süß. Oh Gott, hervorragend. Kleeblumen. Auch so kleine einzelne Blüten. Oh, mega. Noch ein schöner Schmetterling.
Zahlen gibt es auch wieder. Das mit diesen Zahlen immer, in diesen Die-Cut-Packs, das finde ich auch total geil, weil die kann man halt schön für, keine Ahnung, Daten oder man kann auch in Alben einfach Dinge durchnummerieren. Keine Ahnung, sechs Dinge über oder so und hat sofort was, um so ein Thema dann da auch durchzuführen. Das ist total geil. Also ich liebe das. Gut, ich wiederhole mich. Ihr wisst jetzt, ich liebe das. Ich finde es wirklich mega. Aber ich freue mich da so drüber. Hier auch noch mal so kleiner Marienkäfer. Noch mehr von diesen Fähnchen. Es ist unglaublich. Es ist auch so unfassbar viel. Also ich habe für den, ich hatte das eine Layout aus dem ersten Layout-Workshop neulich gepostet und dann sagte jemand, oh, aber ne, so viele Sticker, nur das wertvolle Gut, ja klar, kann ich total verstehen. Es gibt auch so Dinge, auf denen ich hocke, aber das Problem bei diesen Kids ist einfach, die sind so fett gestopft, da muss man sich richtig Mühe geben, um die leer zu kriegen. Also, holla die Waldfee. Und das ist so schön, wenn man dann einfach mal, kann einfach mal so rausschmeißen, ohne dass man dann Sorge hat, jetzt ist es gleich zu Ende oder ne, ich kann mein Mini nicht mehr ausgestalten, weil ich habe keine passenden Sachen mehr dafür. Nee, also, großartig. So, hier haben wir wieder Puffy-Sticker und das sind ja meine persönlichen Favorites. Also, es ist alles mein persönliches Favorite, aber die sind nochmal Favorite-Favorite. Ach, wie süß. Und hier haben wir jetzt auch diesmal hier so Blümchen drin oder Blumenformblüten hier. Auch wieder Blumen und Schmetterlinge und die sind auch total schön hier, diese runden. Das ist auch alles mit floralen Motiven. Und dann haben wir hier natürlich auch wieder diese kleinen Banner und Punkte und Pfeile und ach Gott, das ist mega schön. Also die Farben finde ich auch richtig toll. Es ist jetzt eigentlich, also ich muss sagen, so von der Farbpalette eher ein bisschen frühlingshaft, oder? Frühlingshaft sommerlich. Aber, oh, da fehlt einer. Kann mal passieren. So, huch, jetzt habe ich es auch noch kaputt gefetzt. Und hier haben wir wieder die Chipboard-Sticker. Ach, die sind ja auch immer so zauberhaft, ne? Die finde ich richtig gut. Hier haben wir jetzt auch Sternchenherzchen und hier so ein paar Blümchen dazwischen. Hier wieder diese Streifen und die Frames, die finde ich persönlich ja auch total geil, ne? Diese Rahmensachen. Weil auch das, wie gesagt, auf Layouts, man kann da mit einem Embellishment stapeln, man kann ein Foto hinterkleben, man kann das als Focal Point auf einer Karte verwenden. Das ist so super vielseitig und schön, weil die halt einfach so gestaltet sind. Also das macht wow, aber es überfordert einen irgendwie nicht so, ne? Es ist nicht so, dass man sagt, es geht nur irgendwie für eine Geschichte oder so, sondern man kann das super flexibel einsetzen. Das ist was, was ich persönlich einfach liebe. So, und hier haben wir nochmal so schöne Puffy-Alphas. Und die finde ich auch einfach mega, weil die haben auch so eine schöne Größe. Also das ist auch, geht auf Layouts, kann man auch einen kleinen Spruch auf Karten, passt immer, finde ich total schön. So, und hier haben wir nochmal die Papiersticker. Und auch hier wieder kleine Fähnchen, florales, Sprechblasen, Ticketstrips, so Streifen. Und hier unten, das kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut sehen, hier sind auch nochmal kleine Buchstaben drin. Und dann kommen wir mal zu den Papieren. Normalerweise, wie gesagt, immer das, was ich mir als erstes angucke. Das finde ich auch super schön hier mit diesen Blättern. Der Rückseite ganz schlicht. Dann haben wir hier einen Bogen von dem Hausmarke Cardstock. Oh Gott, das ist auch zauberhaft. Mega schön. Und hier auf der Rückseite ganz dezent, so ein Hauch aquarellig. Das ist natürlich auch wieder, das schreit natürlich quasi gerade. Oh Gott, ich kriege Sprachschwierigkeiten. Mir fehlen die Worte. Das schreit natürlich geradezu danach, hier in der Mitte auch ein Layout zu arrangieren. Auch das ist auch süß. Und hier haben wir auch nochmal so ein florales. Ach Gott, mega. Wirklich mega, mega schön. Ich bin begeistert. Hier habe ich also mein Washi-Tape und ich habe mir dazu zwei kleine Buchdeckel und einen schmalen Buchrücken zugeschnitten. Das Ganze muss natürlich von der Breite her so passen, dass das Tape breiter ist als der Buchrücken, damit man da links und rechts was anbinden kann.
Und das ist jetzt auch nicht irgendwie was, naja, also für die Familienchronik würde ich diese Technik jetzt nicht verwenden, aber für schnelle kleine Alben als Geschenkidee, als Kartenersatz oder sowas funktioniert das total super. Nehmt einfach das Washi-Tape, richtet euren Buchrücken darauf aus. Na komm her hier. Bisschen mittig sollte es schon sein. Setzt links und rechts die Buchdeckel an. Und schlagt das Washi einfach um. Wichtig ist, dass man es wirklich gut andrückt. Weil Washi-Tape ja naturgemäß nicht so eine ganz starke Haftkraft hat. Wie gesagt, einmal ordentlich die Flächen. Und wenn das passiert ist, könnt ihr vorsichtig in diese Zwischenräume fahren. Aber wirklich vorsichtig. Es ist erst stabil, wenn die Lagen sich miteinander verklebt haben. Aber damit habt ihr das Cover schon gebunden. Ich umklebe dann gerne nochmal die Kanten und klebe dann einfach Papier vorne und hinten auf. Also nichts mit aufwendigem Beziehen oder so. Und ich habe mir hier vier kleine Seiten vorbereitet. Einfach Klappseiten wie Karten. Die kann man dann mit einem Band hier locker einfach einbinden. So, das ist also meine kleine Idee zum Binden mit Washi-Tape. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Däumchen nach oben und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!